Dieses Mal habe ich zur Überbrückung diesen RTFLT Claw rausgesucht. Und es gibt einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Ein paar Bilder zu einem neuen französischen Panzer, der ja bald kommt. Und auch noch ein kleines Überraschungsvideo. Also bleibt dran. Wir starten auch gleich mit einem Replay von dem RDF Claw oder wie er auch richtig ausgesprochen heißt, der Rapid Deployment Force Light Tank. Und das war nur so ein Prototyp, wurde auch nie gebaut. Also ging nie in Serie, so rum muss man das ja formulieren. Ich glaube 1985 wurde das Projekt eingestellt. Ist also so ein schöner, leichter Panzer. Und den habe ich jetzt schon eine ganze Weile in meiner Garage stehen. Und ich glaube ganze 7 Gefechte bei der Masse und der Panzer. Und in Ermangelung von Motivation, was Spezielles, Megamäßiges zu tun. Und auch Zeitmangel, jetzt große Grinds durchzuführen, habe ich letztens überlegt, so jetzt hast du mal eine Stunde, was spielst du jetzt eigentlich mal? Und da habe ich gedacht, jetzt kramst du mal so ein paar Panzer raus, die du sonst nie nimmst. Und ja, das war so einer der ersten. Und ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang zu fahren, er ist ja relativ flott von der Geschwindigkeit her, sehr, sehr wendig ist er. Und ja, ich habe dann noch diesen Dingsbums, ich sage mal Ansetzer, den verbesserten reingebaut und lädt jetzt unter 4 Sekunden, 3,87 glaube ich. Also auch da recht flott beim Nachladen. Und da dachte ich, ich fahre jetzt die einfach mal ein bisschen aus und war überrascht, muss ich echt sagen. Vielleicht auch Anfängerglück. Ja, bei AW ist jetzt zurzeit so ein bisschen vorsichtig formuliert Ebbe. Die, ja, ich hoffe mal, das ist die Ruhe vom großen Update 0.28. So, da kam ich natürlich nicht durch. Nur ein bisschen was beschädigt. Ja, also hoffen wir mal, das ist wirklich derzeit nur die Ruhe vom Update. Kein Effekt, das höre ich sehr gerne. Der flog aber schön über mich hinweg. Jetzt endlich mal. So. Ja, ich hoffe ja, es kommt sehr bald das Update. Es wird Zeit, dass mal wieder was sich oder sich überhaupt mal was tut hier. Auch da wieder nicht. Auch in der Community herrscht irgendwie so ein bisschen ja, gedrückte Stimmung in Sachen AW. Man braucht nur einfach nur mal im AW-Discord gucken, wie viele von den Spielern, die dort angemeldet sind, auch wirklich AW spielen in dem Moment. Und das ist, also das erschreckt mich schon seit einer Weile. Also ist vielleicht wirklich mal an der Zeit, dass ein bisschen neuer Content kommt. Und zwar stinknormaler zum selber erforschen Content und nicht irgendwelche Premium-Inhalte oder bezahlte DLCs. Es wird wirklich Zeit. Finde ich wirklich, ja, das Spiel hat so viel Potenzial. Muss man nicht so hängen lassen. Doch, geht doch. So, hier haben wir noch den Kampfpanzer 70. Hatte ich am Anfang schon angedeutet. Am Ende hänge ich mal noch so ein kleines Videochen dran. Da ist der auch beteiligt, der Kampfpanzer 70. Ja, also man merkt schon, im Discord ist Ebbe, in den Clans, wo ich so rumgeguckt habe. Ich kann natürlich nicht behaupten, dass ich alle Clans da kenne und überall reingucke.
So viel Zeit hatte ich zuletzt nicht im Einsatz. Aber wenn ich mal reingucke bei so ein paar Clients, also da ist schon nicht so viel los. Auch viel, viel Frust ist dabei derzeit über die Situation in den Gefechten der verschiedenen Modi, also nicht nur PvP, sondern auch PvE oder Globs. Wenn man da, also da kann man bald nur noch im Zug fahren, wenn man alleine da fährt. Weiß ich nicht, es ist manchmal ein heilloses Durcheinander, nenne ich es mal. Doch, jetzt endlich kommt er wieder durch. Jetzt kommt er wieder nicht durch. Jetzt kann man wieder durch. Sehr schön. Ja, super. So, der ist auch weg. Ja, auch bei den deutschen Spielern natürlich auch die Stimmung gedrückt wegen dem Forum, beziehungsweise der Forumschließung. Und es ist auch noch nicht bei so vielen angekommen, dass es wirklich auch ein ja, man kann es nennen, Community-Forum gibt, wo sich doch einige Leute viel Arbeit machen, aber die Resonanz ist ja doch noch recht sparsam. Man darf aber bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass auch das offizielle AW-Forum relativ, naja, so doll war es nun auch nicht besucht, sage ich mal. Vielleicht haben viele mitgelesen, aber so wirklich vom Schreibfaktor war da auch nicht so die Hölle los. So, aber in Sachen Forum noch ganz kurz, das liegt jetzt auch an uns, an den Spielern, an der Community, da ein bisschen was draus zu machen. Und es sind ja nun auch trotzdem Leute dabei, gerade Moderatoren, die auch im offiziellen AW Discord die Moderatoren sind. Und die können natürlich auch Infos weiterleiten. Nur jetzt ein offizieller ja, Community Manager oder irgendwas, die werden nicht ihre Infos aus diesem Forum ziehen, aber es wird schon weitergeleitet. Wir müssen halt nur wirklich auch was machen aus dem Forum. Und ansonsten, ja, war ein angenehmes Gefecht hier. Gab sogar ein paar Battle Points. Und schauen wir mal hier rein. Sogar auf Platz 2 gelandet mit dem Ding. Also hat mir auch Spaß gemacht, muss ich mal so sagen, der Panzer. Lädt recht schnell, sehr wendig. Am Anfang war es mir fast schon ein bisschen zu wendig. Aber so fährt er sich ganz gut. Gun Depression ist auch nicht schlecht. Und wir können ja mal hier reingucken. Blub. Allgemein nochmal so. Also minus 10 Grad Geschützneigung, das was ich gerade gesagt habe, die ist echt gut. Turmschwenkung ist auch recht flott. Wanddrehung auch recht flott. Schaden 328, naja, ist jetzt nicht die Wucht, sage ich mal, aber Durchschlag ist jetzt auch. Ja, es geht, sage ich mal. Wenn man gegen höhere Tierstufen kommt, ist das schon ein bisschen schwieriger, aber. Man sieht 3,87 Sekunden Nachladezeit. Ist in Ordnung. Panzerung ist jetzt nicht so viel vorhanden. Höchstgeschwindigkeit, ja, knapp 67 km/h. Und die Beschleunigung geht auch. Kann ich jetzt auch nicht so meckern. Tarnung ganz gut, 37%. Und im Stehen habe ich 45. Ganz einfach einmal 5% aus dem Skin. Und dann habe ich ja noch hier diese elektrooptische absorbierende Farbe, Version 2 drauf, die auch nochmal Tarnfaktor im Stehen bringt. Ich habe mir noch eine Optik draufgeknallt für die Sichtweite und ja, ach genau, der verbesserte Kanonenverschluss. Der ist auch nicht schlecht. Also, muss sagen, ein spaßiges Fahrzeug, was schon lange in meiner Garage verstaubt ist, muss ich zugeben. Das ist aber kein Wunder bei der Schwemme oder bei der Masse an Panzern, die man über die Jahre dann hat. So, ich trinke mal einen Schluck Cola. Na, es geht. Also, ich habe jetzt hier mal so einen Soda-Stream gekauft. Hier so ein
Sprudel ins Wasser reinmache. Und ja, mit den verschiedenen Sirupsorten, da versuche ich jetzt herauszufinden, was das schmecken könnte. Also, ja, erinnert mich an früher, als wir zu DDR-Zeiten gab es in manchem Jahr im Sommer in unserer Gegend keine Limonade zu kaufen. Also, was machte man? Wasser und Sirup rein. Ne? So, daran erinnert mich das. Es schmeckt jetzt nicht wirklich original wie Cola zum Beispiel, aber naja, besser als immer nur Wasser, weil irgendwann hängt es einem auch im Hals raus. Also mir zumindest. So, wie versprochen, ich habe ja jetzt noch ein paar Bilder. Die hänge ich jetzt gleich mal hier dran. Muss ich mal gucken, wie ich das wieder hinbastel. Und zwar kommt demnächst ein neuer Forschungszweig. Es wird dann der Forschungszweig für französische und italienische Panzer. Da nochmal ein kleines kleines Ding. Habe ich doch wirklich monatelang gedacht oder jahrelang, das Arieté ist ein französischer Panzer. Warum auch immer. Keine Ahnung, wer mir das ins Gehirn implementiert hatte. Mittlerweile habe ich es ja kapiert. Aber auch der Italiener kommt in diesen Forschungszweig mit rein. Und auf Stufe 4 haben wir dann den AMX 30B2 Brenus. Der kommt dann da rein. Oder Brenu, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Auf Stufe 4 ist ein Forschungspanzer. Und da schauen wir uns gleich mal ein paar Bilder an. Also wie schon angekündigt, jetzt ein paar neue Bilder vom AMX 30B2 Brenus. Oder Brenu, wie man das auch genau ausspricht. Das muss ich auch erstmal rausfinden. Und ja, das wird ein Stufe 4 Panzer der neuen französisch-italienischen Forschungslinie. Und das wird auf jeden Fall kein Premium-Panzer, sondern den kann man sich erforschen. So viel weiß ich jetzt auch nicht darüber, wann das nun kommt. Ist die große Frage, die allen auf der Seele brennt. Wann kommt das große Update? Und ja, aber ansonsten optisch für mich eine Augenweide. Also ich hoffe, dass im Nachgang auch die älteren Panzer hier im Spiel mal überarbeitet werden. So in diesem Stil oder mit dieser Detailgetreue. Also sieht echt gut aus, muss ich sagen. Hut ab. Und da Vorfreude habe ich schon auf das Update. So, und dann haben wir ja noch eine Kleinigkeit hier. Und zwar, das kam auch heute frisch rein, wie das klingt. Wurde uns zur Verfügung gestellt, das Videochen hier und auch die Bilder von vorhin. Also der Kampfpanzer 70 und der MBT 70, die bekommen beide ein hydraulisches Fahrwerk. Wie schon länger vermutet wurde, ich glaube, das wurde auch mal angekündigt, ich weiß gar nicht genau. Und so wie hier alte auch ihre echten Prototyp-Vorbilder. Und auch das finde ich gar nicht so schlecht. Man sieht in dem Video schön die Gun Depression. Und wie flach der auch ist, wenn der herabgesenkt wird. Also da kann man schön arbeiten dann damit. Und ja, auch seitlich, sage ich mal so, kann man sich... Hat er jetzt auch einen größeren Winkel nach oben zum Beispiel. Sieht man am Schluss vom Video ganz gut. Und das wieder... Kleiner Info, als kleine Info, ich vermute mal, das kommt auch mit dem neuen Update 0.28. Ich verabschiede mich erstmal und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Striggi. Und bleibt dran, das Update kommt.